Heute schauen wir an, wie wir den Stand optimal organisieren können und den Ablauf vom Nachsteiger in den Vorsteigermodus möglichst effizient gestalten können. Der Nachsteiger kommt an den Stand und tut sich im besten Fall gerade selber sichern mit der Selbstsicherungsschlinge oder auch mit dem Partieseil, mit einem Mastwurf sich einhängen, zuschrauben und dann ist er schon mal gesichert. Dann findet natürlich ein Materialaustausch statt und auch wichtig ist immer in meinen Augen, dass wir mit dem Seil ein bisschen Ordnung haben, sonst braucht es uns immer sehr viel Zeit. Etwas vom Wichtigsten beim Eisklettern ist mir eigentlich, dass wir nie einen direkten Sturz haben im Stand. Und darum macht es Sinn, dass der als nächstes vorsteigt, im besten Fall noch im Stand hangend, die nächste Eisschraube platziert. Und dort ein Express hängt. Und man kann bereits schon eins von den Halbseil oben einhängen. Genau. Dann tun wir beim Eisklettern. Macht Sinn, um den Vorsteiger über den Stand zu sichern. Und das können wir mittels Reverso machen. Wir müssen für das umbauen. Wir nehmen den David hier raus. Es sind wenige Handgriffe. Dann mit dem gerade wieder rein. Und jetzt ist wichtig für die ersten Meter, dass wir das noch hinter sichern tun, damit es auch ja genug Reibung hat. Alles zuschrauben. Und so ist der David bereit, schon bereit zum Gehen. Die erste Sicherung hängend und die Sicherung ist so optimal gewährleistet. Sobald die zweite oder die dritte Eisschraube gesetzt ist, kann man hier den zusätzlichen Karabiner entfernen und die Sicherung läuft relativ einfach.